Altus. Ha. Was hast du? Egal. Hallo. So. Hallo, hallo. Ja, schön hier unten im Loch. Hab da dann wenigstens auch den Loop gelaufen einmal. Sicher. Voll geil. So einmal gut. Bis unter. Also ey, das Ding hier ist echt genial. Ja. So, Premiere. Oh fuck. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ich fahr mit Maus und Tastatur. Und mit diesem GPS, mit dem Steering Mod fährt sich das voll komisch. Okay. Achso, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich dich dann lang schicken muss, wenn du oben raus bist. Wobei ich weiß ja eigentlich. Ah, da oben sind noch zwei, das ist okay. Ja, aber wir machen erstmal. Wir fahren erstmal zum Weingut. Ja, dauert nur. Ja, wie willst du denn? Das steht hinter mir. Ah, warte, nee. Wir müssen. Nee, fahr weiter. Hoch ist auf jeden Fall richtig. Ja, logisch. Also hoch müssen wir, ja. Aber dann können wir erst dort in der Zwischenstation abfahren. Das passt. Alles gut. Jo. Sehe ich nur gerade. Ja, habt ihr schon einige Disketten gefunden, so wie ich das sehe. Also ich habe zwar bis dato meines Wissens so die Hälfte gesehen. Ja, dann mag ich nicht. Also ich glaube, ich verrate kein Geheimnis oder so. Ich bin mir jetzt aber selber nicht sicher. Deswegen. Bei dem Rest verratet ihr, also sagen wir mal, für euch ist ja kein Geheimnis mehr. Für mich wäre es jetzt nur eins, weil wir noch vor dem Tag der Folge aufnehmen. Ja. Und das letzte Mal war Loom dabei, jetzt bin ich dabei. Ja. Aber ich denke mal, ich sag mal, jetzt in der nächsten kurzen Zeit wird es wahrscheinlich noch ab und an so sein, dass dann immer einer mal nicht da ist. Auf langfristig soll das wieder jetzt gleich links. Da links raus. Ja. Zum Labyrinth. Ich weiß ja, da wart ihr wahrscheinlich noch nicht, ne? So wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, nein. Gut. Wenn nicht, besuchen wir das Labyrinth schön und dann, beziehungsweise müsste das sein, oder? Ja doch, passt. Genau, dann kannst du da bei den Autos mal einparken und dann müsste hier irgendwo die Karte sein. Und ich würde sagen, wahrscheinlich in der Mitte des schönen Labyrinths. Ich meinst? Oh, hoppala. Schläge da. Ja. Hast du's? Hä? Nee. Du weißt das, oder? Nee, das hier weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß das nächste. Das weiß ich. Also hier bin ich tatsächlich genauso. Ja, bei der letzten Male habe ich einen Run gehabt irgendwie. Da habe ich Glück gehabt. Gucken, ob ich ihn abnehmen kann. Hm. Doch, das müsste aber eigentlich das sein. Warte, ich guck mal nochmal. Oder? Doch, klar, das ist das Labyrinth. Scheiße. Oh. Aber ich hab's Labyrinth, hab ich schon auf Anhieb nicht. Also ein paar Mal in der Sackgasse gelaufen bin ich schon, aber ich war schneller wie Loom. Ach so, okay, richtig laufen quasi. Naja. Mhm. Hast du irgendwas? Nee, tatsächlich noch nicht. Was? Oh, lul. Verdammt. Es wäre ja langweilig, wenn man es gleich findet, ne? Ja. Also auf jeden Fall wird sie auf dem ganzen Gelände angezeigt. Aha. Oh, schwierig. Oh, bin sogar wieder genau richtig rausgekommen. Also jetzt freue ich mich auf den Wheelstand, wirklich. Bin schon sehr gespannt, der scheint vormontiert zu sein, bis zu einem gewissen Ding. Ja, wäre doch gut. Naja, wie lange wartest du denn jetzt schon drauf, dass du das Lenkrad endlich richtig nutzen kannst? Ewig. Also ich weiß nicht, warum das Ding so lang braucht. Ich glaube, irgendwo habe ich irgendwas mit Zoll. Das ist auch wieder irgendwo im Zoll gehangen, aber... Ja, großer Meister, strengen Sie sich an. Das spricht der große Meister, der vielleicht hier auf dem Balken irgendwo drauf. Aber was auch cool ist, die Büsche, wo wir durch sind, wir haben ja unseren Map-Spielstand vom Start genommen. Mhm. Die werden dann, sind auch grün, also wir haben momentan Winter.
Also ihr spielt den Spielstand. Nein, wir haben den Spielstand nur nochmal genommen, weil. Ja, ist ja egal, aber ihr spielt es auf der Map nochmal, ich weiß es nicht. Nee. Wirklich nur einfach mal drüber zu gucken, dass sich Luma mal so was gesehen hat schon und so, ne? Okay, und eigentlich wollte ich ihm nur so ein paar Dinge zeigen, die wir halt haben und den ganzen Kram, und am Ende haben wir halt die ganze Map erkundet. Ist unabhängig von denen. Ja, was muss hier. Also wie gesagt, der Kreis ist einmal wirklich um das Ganze. Außer ihr wart jetzt schon hier und habt, aber. Nein, das wüsst ihr, ich bin ja nicht dumm. Ja, Alter. Hä? Boah. Ja, hier haben sie sich Mühe gegeben. Ja, mittlerweile ist die Map wieder verfügbar auf ModHub. Also nur zur Info, weil letztens haben wir irgendwo mal gesagt, die gibt es gerade nicht. Ja, das Update können wir ja dann wieder draufladen. Natürlich. Boah. Für die Mission jetzt brauchen wir sie ja nicht. Der Part besteht nur aus Suchen, wenn das so weitergeht. Ja, so können wir Parts machen. Ja, eben. Das befürchte ich ja gerade. Wieso? Wo ist das? Das liegt sicher. Ah, ich habe eine heiße Vermutung. Ja, auf den Balken hatte ich jetzt auch schon gedacht. Ah! Aber. Und? Nichts? Nee. Hier. Alter. Hier. Ach, da? Oh, lol. Dreimal schon vorbeigelaufen jetzt. Ja. So, 1-0 für mich. Ja, tatsächlich. Ich habe das Labyrinth gefühlt viermal gelöst, aber. Ja. Was hast du es jetzt schon oder bist du immer über die Hecken gesprungen? Und ich komme ja kurz. Nein, ich hab's nicht. Was haben wir hier? Ein Wettrennmann, das bringt ja nichts. Nein, das verliere ich. Ich 100 Pro. Gut, dann einmal Krass. Rückwärts und da in den Wald rein. In den Wald rein? Ja. Und einfach der Waldstraße folgen. Ah, hier. Es lenkt sich komisch mit diesem Mod und der Tastatur. Das glaube ich gern. Voll, also gut, ich bin Tastaturfahren halt gewöhnt, ne? Das ist. Aha. Und ich weiß, es ist bei weitem nicht einfach. Nein, gar nicht. Das war mal direkt, aber es liegt am Mod, glaube ich. Ganz egal. Ab Samstag gibt es hier nochmal Lenkrad. Hier sind wir schön am Tümpel. Oh, schön. Oh, schön. Den kenne ich auch gar nicht. Also ich glaube, den Wald kann man auch nicht kaufen. Also das ist wirklich so angelegt und bleibt da so. Genau, jetzt müsstest du oben rauskommen. Ja. Und dann bitte einmal zum Weingut hochfahren. Ja. Und das kenne ich schon, deswegen suche ich hier nicht mit, also sonst wäre es ziemlich schnell unfair. Aha. Also das zählt jetzt mal nicht in die Wertung. Weil das war nämlich das, worauf wir, oder beziehungsweise so, warum wir dann darauf gekommen sind, dass es das gibt. Aber ja, das ist so geil hier. Das wird richtig geil, denke ich mir auch, ja. Ja, wir müssten uns jetzt wahrscheinlich dann, wenn es jetzt wirklich ins, beziehungsweise jetzt über das nächste Jahreszyklus, wenn wir dann wieder anfangen zu dreschen und die Felder zu bearbeiten, dann wirklich Gedanken machen, wo wir jetzt erstmal hin wollen. Wohin? Park oben hier am Weingut direkt. Katapult? Lul. Katapult, ja. Oh, das wird ja mit Weinbautraktoren und so, das wird ja richtig gut. Aber da brauchen wir wahrscheinlich auch richtig Geld. Also wir sollten dann wirklich mal einen Schlachtplan aufsetzen, beziehungsweise ja, ich weiß, natürlich. Können ja auch gerne unsere Zuschauer in den Kommentaren vielleicht mal sagen, worauf sie Bock hätten oder was vielleicht für uns auch Sinn machen würde. Ob jetzt Schweinemast, ob wir Kühe nochmal vergrößern, ob wir was wäre noch gute Gewächshäuser sollten wir eh kaufen. Ja, lass nicht erst mal stehen. Ja. Gut, ich setze mich auf die Terrasse und warte, bis du es gefunden hast. Ja, das dauert nicht lang. Wenn es hier zufällig drüber gestolpert hat. Also ganz jährlich. Nein, das glaube ich nicht, dass das lange dauert. Nee, ich denke es auch nicht. Also man muss so mitdenken und Pi mal Daumen hättest du es ja eigentlich eben schon gesehen. Ach, come on.
Mitdenken und ist gar nicht meine Stärke. Also es befindet sich nicht hier oben. So viel kann ich schon sagen. Ah, dann muss es am Katapult sein. Ah, come on. Ah! Na, wo bist du denn? Warte. Alter, ich bin aber schau. Ja. Ja, volles Brain. Das war das letzte Mal so offensichtlich, dass da irgendwas war. Echt? Ne? Wirklich? Nein, ich habe jetzt nicht geguckt. Also ich steht ein Katapult mitten an dem Weingut. Also ja. wie offensichtlich dafür, dass da was liegt, willst du es denn haben? Ja, Werbung wäre es, wenn da eine Holzflasche als Geschoss oder so, ja, okay. Weißt, dann wäre es coole Werbung. Gib mir eine Sekunde, das einmal alles streichen. Gut. Dann einmal oben auf die Straße und dann nach links. Ins Gewerbegebiet. Ja. Aber ich fahre noch immer ohne Hut, damit niemand sieht, wie viel Kohle wir haben. Also, dann einmal nach links? Ja. Genau. Nein, es freut mich wirklich aufs Lenkrad, weil es liegt da rum und ich denke mir, Alter, ich hab's gekauft. Wieder links? Ich nutze es gar nicht. Oh, das ist jetzt bei dem Controller, den ich mir jetzt gekauft habe, ey. Das ist ja klar, ich habe jetzt schon mal immer mal ein paar Stunden oder heute die Reinigung auch, aber es ist halt, es reizt da schon jetzt immer mehr zu machen. Ja, ist so. Meine ist in der Kalibratur. Also der ist ja letztens zerlegt und gereinigt und jetzt wird er kalibriert. Wenn es nicht, dann wird es erneuert. Der Kreuzung jetzt rechts. Ja. Ist auch so schön hier. Ist komplett anders als wir unten, ja. Wo wir im Dorf sind. Aber hier oben sind halt die Felder noch aktuell auch zu groß. Also zu groß, keine Frage. Außer die Wiese vielleicht jetzt nicht, aber. Blumen hat mir den Steinbruch und die Kalkgrube und so weiter gezeigt. Hey, das ist gestört. Wahnsinn. Boah. Das ist so cool. Das ist ja hier allein auch mit der Baustelle, dass er da die Straße hinzimmern und so, ne? Hm. Ja. Rechts? Ja. Und dann müssten wir. Entweder jetzt hier, ich glaube zum Ende Solarpark bei der Tankstelle ungefähr, da müsste der nächste Kreis sein. Zieht sich aber bis rüber auf das andere Gebäude. Rechts aufs Gebäude. Ja. Ah, das lenkt sich so. Oh, also der liegt jetzt genau hier einmal so drüber. So ungefähr würde ich das jetzt betiteln. Gut, wir bleiben stehen. Müssen wir mal gucken. Ja. Ich gehe mal hier drüben schon mal überwachen. Also es ist vor allen Dingen, hier hast du halt auch Zementwerk. Wir können dann halt wirklich Zement runter, beziehungsweise rüber an den Dings bringen und können da halt einen, wie heißt, einen, ach, Deutsch. Einen, das hier, Schweinesilo, wie heißt, Gülletank bauen, ne? Okay. Also ich weiß nicht, ob der fertig ausgebaut wird oder ob man da einfach nur Zement hinfahren können, dass wir verkaufen können. Hast du nichts gefunden? Nee. Warte jetzt mal. Hä? Muss mal gucken, warte mal. Das ist ein... Ah, doch, es ist. Wieder eins. Das könnte halt auch im Solarpark hier liegen. Ein bisschen tricky. Also nicht ganz, also bis unten aus geht's definitiv nicht. Also ich sag mal, das Zentrum ist so auf dieser ein Stück weiter hoch sogar noch. Müssen wir weiterfahren, oder? Nee, schon hier. Aha. Das ist aber, warte mal, ist hier das T? Nee, unterhalb von diesem Fleck, also wirklich hier. Entweder hier bis über die Straße, also ich würde wahrscheinlich eher sagen auf der Tankstelle. Die Tankstelle ist ja nicht so riesig. Ja, eigentlich nicht. Okay, das ist wild. Gucken. Nee, oder? Schade, die haben sie nicht ausmodelliert. Oh lol, ich hab's. Wo? Alter. Okay. Ach, hier auf der. Ach, geil. Kriegst du noch nicht? Kriegst du's? Fahren wir das Auto weg? Ja. Ne, das hat nicht dafür gereicht.
Ja, du bist nicht gefahren. Fahr endlich, Mistkübel, du. Du hast gehabt jetzt. Ah, jetzt kann ich es aufsammeln. Also muss ich es nicht. Ach so, ja, hättest du das genommen. Ist ja. Ja, nice. Oh, der war aber auch nicht schlecht eigentlich. Der war ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also vor allen Dingen, weil das doch. Wobei das Zentrum ein bisschen mehr auf der Straße liegt, sondern das andere ist oben rechts. Wie viele fehlen uns noch ungefähr? Ja, in dem Dorf sind da so 3-4 Stück, glaube ich. Gut, dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dann. Tschüss. Ciao.